Ein mysteriöser Fund. Ich habe den Kopf. Ja, es fehlt noch das linke Bein und der Schwanz. In Hühner verwandelt. Als ich ein weiteres Teil der Statuette aus der Truhe in der Ritualhöhle genommen habe, sind meine Begleiter in Hühner verwandelt worden. Hoffentlich kann ich in diesem Zustand, kann ich diesen Zustand irgendwie wieder rückgängig machen. Wenigstens wissen sie noch, dass wir zusammengehören, denn sie folgen mir überall hin. Ja, Gladys, Gwendala. Oh, Vorgrim, du bist ein putziges Hühnchen. Okay. Das heißt, ich darf mich allein mit Salina in der Gegend rumprügeln. Das heißt, ich muss jetzt immer auf die Hühnchen warten, dass sie nicht gefressen werden. Guck nicht so hungrig. Du bist eh beschworen. Was frisst du schon? Du bist ein Geisterbär. Das heißt, eigentlich kann ich auch gehen mit denen da hinten dran. Geh wie ein Zinnsoldat. Ah, die Hühner sind da. So ist die Frage, muss ich jetzt zum Portal oder muss ich zurück in den Raum, wo ich gegen Salina gekämpft habe? Ich mache hier mal einen Quick Save und dann gehen wir erstmal in den Portalraum. Na gut, ich bin auch ein kleiner Zwerg, deswegen habe ich kurze Beine und watschel viel. Da kommen die Hühnchen. Gwendala, Vorgrim und ein ist Gladys. Aber hier tut sich so, wie es aussieht, nichts. Oder muss ich hier sie in den Kreis locken? Nein. Okay. Das heißt, wir laden unseren Quick Save, dass wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Und hoffen das Beste. Also, andere Richtung. Mit unseren drei Hühnern.
Steht beim Kopf eigentlich was Tolles? Talenttaschendiebstahl, immer noch. Ganz ehrlich, ich laufe mal vor. Gucke mal, ob hier oben jetzt offen ist. Bis meine Hühner kommen. Ah ja, jetzt ist hier offen. Das heißt, ich muss meine Hühner wohl da lang locken. Na, da kommen sie auch schon. Hilfreiche Tatze hält echt lange, was ziemlich nice ist eigentlich. Ich sollte es öfter benutzen, ganz ehrlich. Weil er nimmt zwar mehr Schaden, weil er keine Rüstung trägt und wahrscheinlich nicht ganz so gute Stats hat, aber er hat viele Lebenspunkte. Ein Labor. Kristalle, alchemistische Grundlagen vom Amokwasser, Artefakte und Alchemiker. Der große irgendwas, der Stein der Mata. Tagebuch von Menzel. Irgendwas. Von ja, der Kräuterkunde. Gucken wir mal, was steht denn da so drin? Ein ziemlich abgegriffenes Exemplar sieht man an, dass es häufig benutzt wurde. Das Buch hat eine umfangreiche Sammlung fast aller in Aventurien bekannten Heilgift- und Nutzpflanzen. Darüber hinaus sind auch viele Zier- und Duftpflanzen darin ausführlich beschrieben. Für fast jede Pflanze gibt es anschauliche Illustrationen. Außerdem enthält das Buch Hinweise zur Aufbewahrung, Verwendungszweck und Zubereitung der einzelnen Pflanzen. Was ist hier drin? Aha. Was steht im Tagebuch von ihm? Diese Höhle ist anders als alles andere als gemütlich, aber dafür werde ich wohl in Ruhe meinen Forschungen nachgehen können. Das Laboratorium steht jetzt und die Untoten sind willige Probanden für meine Experimente. Ein erster Erfolg ist zu verzeichnen. Das Drachenblut scheint ein wesentlicher Bestandteil zu sein. Nur wie hoch der Anteil sein muss, ist mir noch nicht klar. Ich hoffe, man kann mir noch mehr von dieser wichtigen Ingredienz besorgen. Es darf nicht sein, dass deswegen meine Forschungen nicht weitergehen können. Endlich wieder neue Ingredienzen. Es wird anscheinend immer schwieriger, daran zu kommen. Ich werde also sorgfältig damit umgehen müssen. Die Nekromanten bedrängen mich ständig weiter an der Entwicklung des Berserker-Elixier zu arbeiten, um die Untoten stärker zu machen. Diese Banausen haben einfach keine Ahnung von den wirklich wichtigen Dingen. Ich werde mich wohl einige Tage damit beschäftigen müssen, damit sie sich wieder beruhigen. So, ein erster Versuch ist gelungen. Der Untote, dem ich das Berserker-Elixier verabreicht habe, hätte fast das gesamte Laboratorium in Trümmer zergelegt. Gut, dass ich die glorreiche Idee hatte, ihn vorher zu fesseln. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme wäre es ihm fast gelungen, die Fesseln zu sprengen. Leider hält die Wirkung noch nicht lange an. Aber es wird ausreichen, um die Nekromanten zunächst einmal wieder ruhig zu stellen. So kann ich mich wieder meinen eigenen Experimenten zuwenden.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Erfolg oder Misserfolg werten soll. Das Huhn, dem ich das Elixier verabreicht habe, hat seine Federn abgeworfen und ihm ist stattdessen ein Fell gewachsen. Möglicherweise zu viel Schwefelquellen oder zu wenig davon. Vielleicht lag es aber auch an am Araunpulver. Nicht aufgeben, Menzel, du wirst es schaffen. Die Beimengung vom Feuermoos war keine gute Idee. Das Huhn ist kurze Zeit nach der Einnahme des Elixiers in Flammen aufgegangen. Gut, dass ich mit dem Steinkreis die entsprechende Vorkehrung getroffen hatte, sonst wäre möglicherweise das ganze Labor in den Flammen zum Opfer gefallen. Die nächsten Tage werden meine Experimente ruhen müssen. Die Romanten benötigen einige Zaubertränke. Wie es scheint, bahnt sich eine Schlacht gegen die Rohalsjünger an. Endlich kann ich mich wieder meinen Experimenten widmen. Wenigstens haben die Nekromanten einige Gefangene machen können, die ich verwandeln kann. Erinnerung, ich brauche unbedingt einen Stall für die Hühner. Ein frei herumlaufendes Huhn geht ja noch einigermaßen. Aber das sind jetzt wirklich zu viele. Das Drachenblut ist schon wieder zur Neige gegangen. Ich muss Nachschub bekommen. Dies sollte auch im Interesse der Nekromanten liegen. Schließlich wollen sie weitere Astraltränke von mir haben. Endlich wieder einen Fortschritt zu verzeichnen. Das Ergebnis der Rückverwandlung ist zwar noch nicht perfekt, aber dafür scheine ich auf dem richtigen Weg zu sein. Immerhin bin ich inzwischen so weit, dass Huhn seine menschliche Gestalt wiederbekommen hat. Diese ist zwar immer noch mit einem Federkleid bedeckt und statt des Mundes immer noch der Hühnerschnabel vorhanden, aber es geht voran, auch wenn diese Kleinigkeit werde ich in den Griff bekommen. Bellmart, wieso bin ich nicht hier auf die Idee gekommen? Die fehlende Zutat für Bellmart. Noch ein paar Versuche, um die richtige Dosierung herauszufinden. Und ich stehe am Ziel meiner Forschung. Allerdings zeigt das Elixier bisher nur seine Wirkung, wenn ich es im Steinkreis verabreiche. Sollte dafür irgendeine magische Komponente verantwortlich sein? Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen, aber was nur? Es will mir einfach nicht gelingen. Es ist zum Verzweifeln. Die Verwandlung kann nur aufgehoben werden, wenn sich das Huhn innerhalb des Steinkreises hier in meinem Labor befindet. Dabei habe ich jetzt schon so viele Möglichkeiten ausprobiert. Aber nicht aufgeben, Menzel. Jetzt muss ich mich allerdings erst wieder anderen Aufgaben zuwenden. Wie es scheint, steht ein weiterer Kampf gegen die Rohalsjünger bevor. Ich habe die Nekromanten den Ort Farnhain erwähnen hören. In Hühner verwandeln. Die Verwandlung beenden. Im Tagebuch des Alchemisten steht beschrieben, was man machen muss, um die Verwandlung meiner Gefährten wieder zu beenden. Dazu muss ich zunächst ein entsprechendes Elixier erstellen und dieses anschließend meinen Gefährten verabreichen. Dazu müssen sie innerhalb des kleinen Steinkreises stehen, der sich hier im Alchemistenlabor befindet. Stein der Marder. Ah, Alchemistenzeug. Hier ist noch eine Truhe. Rezept für das Berserker-Elixier. Braucht man auch wieder jede Menge Zeug. Ja. Fähigkeit kann erlernt werden. Toll, jetzt kann ich Alchemie. Juhu. Oh, ein Heiltrank. Notiz. Notiz, unbedingt daran denken, neuen Alkohol zu destillieren. Vom Amokwasser, okay. Das bringt mir aber alles nicht.
Ach, Anleitung, Elixier, Verwandlung beenden. Benötigt einen Talentwert von 5. Drachenblut, Alkohol, Alraunpulver, Schwefelquelk, Krötenschemel, Finage, Bellmart.